Es ist nicht die beste Kamera für solche Videos, aber was will man machen? Wow, Fischei. Oh. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt lange nichts gesehen und das hatte natürlich auch einen Grund. Und auch, dass es jetzt wieder ein Video gibt, hat einen Grund. Ich werde euch jetzt mal versuchen, den kompletten Kontext zu geben, damit ihr versteht, was in meinem Leben so passiert ist. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich bin es euch schuldig, das zu sagen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass meine Geschichte in dem Sinne vielleicht auch den einen oder anderen zu ein bisschen was inspirieren könnte. Und deswegen mal ganz von vorne. Der Titel des Videos lautet wahrscheinlich sowas wie: Mein Leben ändert sich schon wieder komplett, und das ist auch nicht übertrieben, das wird auch tatsächlich passieren. Und zwar wird sich mein berufliches Leben ändern. Und wie es dazu kam, erzähle ich euch jetzt. Und zwar fange ich mal ganz weit vorne an, und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich ungefähr 17, 18 war. Beziehungsweise der Zeitraum, in dem man in Deutschland sein Abitur macht. Ich hatte damals in diesen Jahren starke familiäre Probleme und deswegen konnte ich nicht so ein gutes Abitur machen, wie ich es wahrscheinlich geschafft hätte, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Also wenn wir es mal ganz platt ausdrücken, ich habe einfach nicht gelernt. Um genau zu sein, habe ich sogar versucht, mich durchfallen zu lassen in der 12. Klasse für ein paar Wochen und habe nur Sechsen geschrieben. Und hatte eigentlich das Ziel, die 12. Klasse zu wiederholen in einer anderen Stadt. Das hat sich dann aber herausgestellt, dass das nicht passieren wird. Also nach ein paar Wochen war dann klar, dass wir nicht wegziehen werden. Also habe ich versucht, das wieder auszugleichen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte in der 12. Klasse, ich war auf der Fachoberschule, das gibt es glaube ich nur in Bayern, ich hatte in der 12. Klasse nicht am Ende den Abschluss. Um 0,1 habe ich den Abschluss verpasst, um für die 13. Klasse, fürs allgemeine Abitur zugelassen zu werden. Also hatte ich kein allgemeines Abitur am Ende. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nicht auf die Universität gehen konnte, sondern nur auf eine FH. Und das hat dann bedeutet, dass ich nicht das studieren konnte, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Ich hätte nämlich immer sehr gerne Biologie studiert und wäre gerne in die Zoologie gegangen. Und das konnte ich entsprechend nicht machen. Stattdessen war dann nach der 12. Klasse Schluss und ich habe mich dann, oder ich musste mir dann natürlich was suchen, was ich studieren wollte. Und mich hat irgendwie nichts wirklich interessiert, was es an der FH gab. Also habe ich mich bei BWL eingeschrieben. Und wie ihr wisst, habe ich ja dann auch BWL studiert. Den Bachelor an der FH und dann den Master an der Uni. Und ihr wisst ja auch, dass ich mich dann aufs Personalwesen spezialisiert habe, weil es hat mir nie wirklich Spaß gemacht, BWL zu studieren. Aber ich wurde so erzogen, dass man das zu Ende bringt, was man auch anfängt. Und deswegen kam es auch nie für mich in Frage, dann das Studium abzubrechen und was anderes zu studieren. Ich hatte nach dem Bachelor überlegt, ob ich nochmal ein anderes Studium anfange und hatte damals überlegt, ein duales Studium beim Bayerischen Rundfunk zu machen. Was war das damals? Halt sowas wie Journalismus, Videografie, Fernsehen, Telekommunikation, solche Sachen. Weil ich damals ja auch schon YouTube-Videos gemacht habe und dann quasi in die Filmrichtung gehen wollte. Dann habe ich allerdings meinen Mann kennengelernt und habe das dann letztendlich nicht gemacht, weil das in einer anderen Stadt gewesen wäre, und habe stattdessen den Master gemacht an der Uni, was sehr gut für mich war, weil ich dadurch das Selbstbewusstsein bekommen habe, dass ich auch ein Studium an einer richtigen Universität schaffe, und habe ja dann auch mit einem guten Master of Science abgeschlossen. Naja, und bin dann ja auch in die Personalabteilung und das hat ja dann auch alles gepasst. Und dann sind wir nach Chile. Allerdings habe ich schon immer im Scherz gesagt, naja, sollte ich mal im Lotto gewinnen, dann gehe ich nochmal studieren und dann studiere ich Bio. Weil ich schon immer den Wunsch hatte, in diesem Bereich zu arbeiten. Und zwar ganz speziell jetzt nicht unbedingt Molekularbiologie oder Labor oder sowas, sondern wie ich vorhin gerade eben schon gesagt habe, Zoologie, beziehungsweise ganz spezifisch wollte ich im Artenschutz arbeiten. Und das hat natürlich nicht funktioniert. So, das ist sozusagen die ganze Vorgeschichte. Ihr wisst ja, wie sich das bei mir alles entwickelt hat. Ich bin nach Chile. Ich habe dann das Personalwesen und Arbeiten im Büro
naja, Arbeiten im Büro, also sagen wir mal wirtschaftliches Arbeiten erstmal hinter mir gelassen und habe jetzt hauptsächlich ja als im Social Media Bereich gearbeitet, eben mit Film, Fotografie, Content Erstellung, Social Media, das ganze Zeug. Aber diese Kompetenz, sagen wir mal, habe ich ja überhaupt nur entwickelt oder auch, dass ich den YouTube-Kanal angefangen habe vor über 10 Jahren, war eigentlich alles hauptsächlich als Ausgleich zu der Tätigkeit in der Wirtschaft, also zur Finanzbuchhaltung, was ich damals eine Zeit lang gemacht habe und auch zum Personalwesen und überhaupt alles, was mit Unternehmensführung sozusagen und Zahlen zu tun hat. Um das sozusagen ein bisschen auszugleichen und da für mich ein Gleichgewicht zu finden, habe ich dann eben auch verstärkt diesen Berufszweig in meinem Leben mit Filmografie, sagen wir mal, übergeordnet aufgebaut. So, und in Chile habe ich ja jetzt, arbeite ich jetzt als Kommunikationsmanagerin, Social Media, bla bla, alles schön und gut. Und war da jetzt ja eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Job, den ich hatte. Vor allen Dingen, weil ich ja auch viel Geld oder hauptsächlich mein Geld auch mit YouTube verdient habe und so weiter und so fort. Und dann kommen wir mal zu dem Inhalt auf meinem YouTube-Kanal. Ihr wisst ja, ich habe früher angefangen mit Make-up-Videos und habe dann irgendwann, war ich ziemlich unglücklich und habe begriffen, okay, also richtig viel Sinn oder Erfüllung bringt mir das nicht. Dann bin ich auf Minimalismus gekommen. So seid ihr wahrscheinlich auch oder viele von euch auf meinen Kanal gekommen. Das heißt, ich konnte dann so ein bisschen Umweltschutz, sagen wir mal, betreiben durch diese Videos über Minimalismus und ich glaube, ich konnte auch einige Leute ganz gut zum Positiven beeinflussen und euch halt daran teilhaben lassen, wie ich mein persönliches Konsumverhalten halt auch auf die Reihe bekomme und überhaupt erstmal die großen Zusammenhänge zwischen Konsum und Umweltschutz zu verstehen. Und da gibt es ja in Deutschland überhaupt eine ganz große Bewegung. Allerdings, mit dem Umzug nach Chile hat sich das natürlich so ein bisschen schwieriger gestaltet, weil sich mein Konsumverhalten einfach sehr entfernt hat von der deutschen Realität. Weil da, wo man hier sozusagen überlegt, okay, ja, kann ich das im Sozialkaufhaus kaufen? Kann ich das bei eBay Kleinanzeigen kaufen? Und dann so, oh, ich habe hier eine Fliegenklatsche übrig, die stelle ich bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken rein, soll ich sagen. Da ist es in Chile so, da bin ich froh, wenn ich überhaupt eine Version von der Sache finde, die ich möchte oder brauche. Also die Verfügbarkeit an Produkten ist eine ganz andere, die Kaufkraft in der Gesellschaft ist eine ganz andere. Die Chilenen haben viel grundlegendere Probleme, die sind froh, wenn sie mit ihrer Gesundheit über die Runden kommen und solche Geschichten und da interessiert sich niemand so richtig für den Minimalismus, weil es auch einfach keinen Überfluss gibt. Also darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Das wird gar nicht zur Sache. Jedenfalls wie mein Konsumleben in Chile aussieht, passt einfach nicht zusammen mit dem Konsumleben, was ihr aus Deutschland kennt. Das heißt, es ist sehr schwierig für mich, Minimalismus-Videos zu machen in Chile, die euch was bringen und wo wir auf einer Wellenlänge sind. Da unterscheidet sich unser Alltag jetzt einfach zu stark. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit Minimalismus oder im Bereich Minimalismus in Deutschland schon alles gesagt habe, was ich zu sagen habe. Und deswegen sind die Videos auch weniger geworden, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann mich nur immer wiederholen. Das Einzige, was ich wirklich noch ernsthaft machen kann, sind diese monatlichen In-and-Out-Bilanzen. Aber da stelle ich mich natürlich freiwillig immer sehr in Scheinwerferlicht und setze mich freiwillig immer sehr der Kritik aus, wo dann wirklich jeder einzelne Kauf auf die Waagschale gelegt wird und dann aus deutscher Perspektive darüber diskutiert wird, ob ich das jetzt wirklich brauche oder nicht. Und ich mich dann sehr viel in der Position befinde, wo ich mich rechtfertige für Käufe, was einfach keinerlei Mehrwert bringt, weder für mich noch für euch, weil, wenn wir ehrlich sind, wir sind jetzt inzwischen alle alt genug, wir haben es alle verstanden. Und ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich richtig was Positives beizutragen habe. Deswegen sind die Videos auch so ein bisschen weniger geworden. So, und parallel dazu war ich vor ungefähr 1,5 Monaten, und jetzt wird's spannend, auf einem Vortrag über Umweltschutz bzw. ganz spezifisch über den Artenschutz von Pumas in den Anden mit einer Freundin. Und immer wenn ich zu solchen Veranstaltungen gehe, was ich regelmäßig tue, flammt es wieder in mir auf, dass, oh, ich hätte so gern Bio studiert, ich würde so gerne im Artenschutz arbeiten, bla bla bla.
Und habe dann mit meiner Freundin darüber geredet und meinte dann, oh, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich Bio studieren. Und sie meinte dann auch so, ja, aber mach das doch, mach das doch. Und ich so, oh, erstes Semester, mit den Kids, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin jetzt in meiner Lebenserfahrung doch schon ein bisschen weiter als der typische Erstsemesterstudent, sagen wir mal. Und ich dachte mir, oh, so viele Jahre dann wieder studieren, weil ich würde dann auch natürlich den Master machen wollen und das vernünftig machen wollen und den Einfluss nehmen wollen dann hinterher. Und diese ganzen Jahre und dann diese ganzen Jahre kein Geld verdienen und dann auch in welchem Land, in Deutschland oder in Chile. Also Deutschland hatte da natürlich seine Vorteile, weil in Deutschland kann man kostenlos studieren, die Ausbildung ist sehr gut. Und andererseits wohne ich aber halt jetzt in Chile, habe meinen Lebensmittelpunkt in Chile und will da eigentlich jetzt auch so schnell nicht weg. Naja, also komplizierte Situation. Ich habe dann am nächsten Tag einem Freund von mir in Chile mein Leid geklagt und meinte, oh, ich würde das irgendwie, das lässt mich nicht los, das beschäftigt mich. Und er meinte dann, ja, aber worin willst du denn unterm Strich tatsächlich arbeiten? Dann meinte ich halt, ja, Artenschutz. Okay. Und dann meinte er, ja, aber wieso studierst du da nicht Umweltschutz? Und dann meinte ich, naja, weil es das nicht gibt. Und er so, ja, in Chile schon. Und ich so, bitte was? Naja, so fing das jedenfalls an, dass ich entdeckt habe, quasi durch Zufall, dass es in Chile durchaus ein Studium Artenschutz gibt. So, aber auch danach stand ich natürlich vor dem Problem, will ich wieder im Semester 1 anfangen mit den 18-Jährigen. Nichts gegen 18-Jährige, aber ich bin jetzt 32, es ist eine gewisse Diskrepanz. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einen Studiengang gefunden, der eigentlich genau das ist, was ich machen will, beruflich. Und zwar einen Masterstudiengang, beziehungsweise in Chile heißt das Magister. Und jetzt ist das Problem gewesen, dass ich natürlich den Bachelor dazu nicht habe. Das heißt, eigentlich könnte ich nicht zugelassen werden. Und ich habe mich dann allerdings rangesetzt und habe angefangen, mit denen zu diskutieren. Und letztendlich hatte ich sie dann so weit, dass sie meinten, okay, bewirb dich offiziell, gib uns alles, was du hast und wir gucken, was wir machen können. Das habe ich auch getan, also ich habe mich beworben. Ich habe alle Dokumente eingeholt, die notwendig waren, was erstaunlich ist, weil das eigentlich fast leichter war für einen chilenischen Führerschein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gestern habe ich die Mail erhalten, dass ich tatsächlich zugelassen wurde zu diesem Studium. Und das ist kein berufsbegleitendes Studium oder so, das ist ein Vollzeitstudium, wie für einen normalen Studenten nach dem Abitur. Einen Master in Umweltschutz, ohne den Bachelor zu haben. Natürlich auf Spanisch, an einer sehr guten Uni, um genau zu sein, an der gleichen Uni, an der ich auch arbeite, an der auch mein Mann arbeitet. Und auch noch auf dem gleichen Campus, auf dem wir arbeiten und auf dem all unsere Freunde arbeiten. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen eine Fügung des Schicksals, dass ich jetzt hoffentlich meinen Job auch zeittechnisch, also arbeite da in Teilzeit. Das heißt, ich habe vor, den Job weiterzumachen und einfach quasi Vollzeit sozusagen mich dort auf dem Campus aufzuhalten und immer, wenn ich keine Kurse habe, sozusagen in mein Büro zu gehen, was halt einfach zwei verschiedene Gebäude sind. Und genau, mein Mann arbeitet da, unsere Freunde arbeiten da. Also glücklicherweise arbeitet keiner in der Fakultät, in der ich studieren werde. Das heißt, ich habe jetzt keinen Freund von uns als Professor. Das wäre auch sehr seltsam. Das ist nämlich an der Agrikultur, Fakultät, also oder Agronomie heißt es. Die haben auch so Landwirtschaftskurse und sowas. Oder nicht Kurse, Studiengänge. Und eben auch einen Studiengang. Also eigentlich heißt das so die Cursus Naturalis, also Umweltressourcen sozusagen. Aber es geht eben in Richtung Artenschutz. Oder man kann sich spezialisieren auf Artenschutz. Und das ist das, was ich vorhabe, wenn ich in diesen Schwerpunkt reinkomme. Das muss ich dann mal noch gucken. Jedenfalls erhoffe ich mir davon, also erstmal erhoffe ich natürlich, dass ich das überhaupt bestehe und schaffe. Das wird sicherlich alles andere als ein Spaziergang. Aus den verschiedensten Gründen. Es ist auf Spanisch. Beziehungsweise ist eigentlich gar nicht das Schwierigste. Das Schwierigste ist, dass ich den Bachelor nicht habe. Das heißt, die kompletten Grundkenntnisse der ersten 6 Semester oder 7 Semester fehlen mir. Die muss ich dann auf dem Weg irgendwie wieder mit reinholen, hoffentlich. Es wird sich zeigen, wie einfach oder schwierig das wird. Das Zweite ist, dass es natürlich auf Spanisch ist, was interessant ist, weil ich vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren noch kein Spanisch konnte.
Ja, und das Dritte ist, dass es halt ein anderes Land ist, das heißt, es ist ein anderes Studiensystem, ein anderes Prüfungssystem. Die Professoren erwarten andere Dinge von einem, denke ich. Also die Prüfungen werden anders gestellt, es ist eine andere Erwartungshaltung. Ich muss erst mal lernen, was muss man in Chile leisten, um eine gute Note zu bekommen, was sicherlich ein bisschen anders sein wird als in Deutschland. Ich bin aus Deutschland Multiple-Choice-Aufgaben gewohnt, BWL-Studium 600 Studenten pro Semester, bam, bam, bam. Ich rechne damit, dass das bei mir jetzt eher eine Klassengröße wird, aber ich weiß es noch nicht. Und die Prüfungen sind offen, nehme ich an, und wahrscheinlich sogar eher Hausarbeiten. Naja, und halt wieder eine Masterarbeit natürlich, ne? Also Masterarbeit die zweite. Ich werde auch wieder so Späße machen dürfen wie Statistik. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber das gehört natürlich dazu. Das sind die Werkzeuge, die man braucht, wenn man in dem Bereich arbeitet. Naja, und sollte ich tatsächlich dieses Studium bestehen, das, by the way, auch so viel kostet wie ein Auto, dann werde ich hoffentlich danach in der Lage sein, endlich in diesem Bereich arbeiten zu können, wo ich hoffentlich einen größeren positiven Einfluss auf Umweltschutz nehmen kann, als ich es bisher mit meinen Minimalismus-Videos nehmen konnte. Natürlich sind auch die Minimalismus-Videos nicht zu unterschätzen. Also ich bin sicher, dass ich auch mit meinen Videos auf einige Personen relativ großen Einfluss hatte. Zumindest wurde mir das immer wieder geschrieben, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass einige Leute sehr an ihrem Konsumverhalten gearbeitet haben aufgrund meiner Videos. Und diese Personen ja dann hoffentlich auch wieder Einfluss nehmen auf ihr Umfeld und vielleicht auf ihre Kinder, wenn sie dann welche haben. Also, dass da auch so ein bisschen ein Schneeballeffekt entstanden ist. Aber ich bin ja auch bei weitem nicht die einzige deutsche Influencerin, die über Minimalismus berichtet hat. Also, ich kann mir da ja auch jetzt wirklich nicht allzu viel anrechnen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich dadurch nicht nur beim Menschen auf der Konsumseite in Einfluss nehmen kann, sondern dass ich dann auch wirklich im Feld sozusagen gezielt Einfluss nehmen kann und dann hoffentlich auch auf politischer Ebene. Das wird jedenfalls spannend. Ich weiß noch nicht genau, wie es dann weitergeht, aber das Semester geht in 3 Wochen los, in 20 Tagen genau zu sein. Am 1. August geht's los. Sehr schnell, alles sehr schnell und dauert wie gesagt 3 Semester. Das heißt, ich bin dann im Januar 26 bin ich dann wahrscheinlich ungefähr fertig. Here we are. Ich bin übrigens gerade in Niedersachsen und genieße das Regenwetter. Naja, und ich habe jetzt lang keine YouTube-Videos gemacht. Also mit lang, glaube ich, jetzt 1,5 Monate oder so. Weil ich einfach nicht so richtig wusste, was ich euch erzählen soll. Und ich wollte euch noch nicht von dem Studium erzählen, weil ich nicht wusste, ob es klappt, weil ich halt meine Zweifel hatte, dass sie mich zulassen. Und ich habe ja gerade ausführlich erläutert, warum ich nicht einfach immer so weitermachen wollte mit Minimalismus-Videos. Das heißt, ich möchte schon jetzt weiter Videos machen für euch. Es werden wahrscheinlich vor allen Dingen Videotagebücher und Vlogs, wo ich euch vielleicht Sachen erzähle, die ich gelernt habe im Studium, wenn es denn was Praktisches, was Anwendbares ist, auch so als Person, die nicht in dem Bereich arbeitet. Wenn es euch interessiert, erzähle ich euch natürlich, wie ein Studium so funktioniert in Chile und halt meine persönliche Gefühlswelt werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mit euch teilen. Ja, ich habe jetzt noch ungefähr, was ist heute für ein Tag? Freitag, ja, Samstag in der Woche fliege ich nach Hause, also in 8 Tagen. Und das heißt, ich werde jetzt vielleicht noch einen Vlog aus Deutschland machen. Und danach geht es dann zurück nach Chile und da werde ich euch dann hoffentlich schön mitnehmen können durch mein zukünftiges Studentenleben mit 32 zurück an die Uni. Yay! Das wird sicherlich ein wilder Ritt. Okay, jetzt ist es raus. Ich hoffe, das war interessant. Also, falls jemand von euch mit dem Gedanken gespielt hat, nochmal was anderes mit seinem Leben zu machen, here we go. Lasst es uns gemeinsam tun. Ich werde mich sicherlich lächerlich machen in einigen Situationen, aber was soll's. Anders kommt man auch nicht weiter. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und bis bald. Adios.